mit einem Beispiel erläutern. Ist jetzt was anderes, aber als Beispiel geeignet. Wie ich nach Indien kam und habe dann dort gesehen, was die alles so anbeten. Nicht? Da sitzt dann eine Gottheit, der Elefantengott, der Ganesha, da wird angeben, der Affengott, der Hanuman. Und dann Kali mit so vielen Armen und Totenschädeln. Und dann schmiert man sich Kuhmist an die Stirne und also all solche Dinge. Also diese furchtbaren, unverständlichen Götzenbilder. Und dann hat man sich gesagt, oh, das ist komisch, was für Leute, was die da anbeten. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, was denkt denn jetzt der Hindu, der noch nie in Europa war, und der geht jetzt in Oberbayern in eine katholische Kirche. Und dann sieht er da die Symbole, dann sagt, oh, Gottes Willen, was ist denn das? Ein aufgenagelter Mensch. Nicht? Oder aufgenagelte Leiche. Ja, ja, Gottes Willen, ist das grauenvoll. Sind das Kannibalen, diese Barbaren? Oder Sie sehen aber mal das Kirchenfenster und da steht ein Schaf und da spritzt das Blut raus in einen Kelch. Oder da steht der heilige Sebastian, durchbohrt von Pfeilen, überall Wunden. Dann geht er raus, angeekelt und sagt, Gottes Willen, was sind das für Leute? Das heißt also, man muss immer mal versuchen, das aus der Sicht der anderen zu sehen. Nicht? Wenn da so eine türkische Familie kommt, sei auch kemalistisch und modern und durchaus auch in Istanbul und Ankara, wie ich das erste Mal in der Türkei war, habe ich kein einziges Kopftuch gesehen. Kopftuch habe ich gesehen auf dem Balkan noch und auch in Nordgriechenland, in so türkischen Dörfern, aber nicht in der Türkei. Heute kann man sie wieder sehen. Aber trotzdem, es hat alles Grenzen gehabt. Sie sind mit einem Verständnis von moralischen Werten nach Deutschland gekommen, die unseren Werten von 1950 und 1960 entsprach. Und bei uns, das Lockern der Sitten, das ist ja derartig schnell vor sich gegangen, dass die Frauen da im englischen Garten oben ohne rumliegen und so. Mich stört das nicht, da darf man mich nicht missverstehen. Da habe ich oft gesagt, ich gucke da hin, ich sehe das gern. Aber ich kann doch nicht sagen, dass das eine kulturelle Errungenschaft ist. Und ich kann auch nicht sagen, ich kann auch einem türkischen Familienvater nicht übel nehmen, wenn er aufgrund seiner Prägung, seiner Moralbegriffe, wenn er dann zu seinem Sohn sagt, also eine Deutsche musste man nicht unbedingt bringen, wer weiß, wer die alle schon im Bett gehabt hat. Oder hör nicht Unrecht, stört einen Deutschen heute nicht mehr. Aber 1950 war das auch noch ein Wert, ob die Frau als Jungfrau in die Ehe geht oder nicht. Ne? Viele waren es nicht mehr, aber viele waren es immer noch, heute ist keine mehr. Jetzt ja wie im Mittelalter, wo sich keine Frau mehr daran erinnern kann, ob sie jemals Jungfrau gewesen ist. Hat es ja auch schon gegeben. So, haben wir noch. Machen wir einen Cut. Machen wir eine Pause.